Hallo, da sind wir wieder bei Ys Origins. Und ja, es geht weiter. In der letzten Folge haben wir hier die blaue Mondplatte eingelegt und hier den Weg geöffnet. Dann springen wir doch mal runter. Und ja, wir sind in einem neuen Raum gelandet, in dem es nur nach Norden geht. Und da ist jemand. Huh? Und ja, ich habe jetzt doch beschlossen, die Texte wortwörtlich zu übersetzen. Das kam in der letzten Folge, beim letzten Mal nicht so toll. Also, der muskulöse Mann sagt, ich denke, wir haben ihn verloren. Nerviger kleiner Angsthase. Wie kann er uns nur für so lange ausweichen? Wird er denn niemals müde? Es gibt keine Möglichkeit, dass er noch weitergekommen ist. Ich sage, wir halten weiter Ausschau. Es tut mir leid, aber ich habe mein letztes bisschen Interesse verloren. Ist kein Ruhm darin, einen Magier zu schnappen, der nach Deckung sucht, anstatt zu kämpfen. Er ist sicher kein würdiger Gegner. Mann, du solltest dich entspannen. Es ist der Ansporn der Jagd, weißt du? Und Judica sagt, kommt sie, ja. Die beiden jagen einen Magier aus unserer Gruppe und Judica kommt und stört die beiden. Bittet sogar noch die Störung zu entschuldigen. Es tut mir leid, euch zu stören, aber ihr seid nicht von der Suchgruppe, seid ihr's? Also ja, Judica kann sich definitiv nicht merken, wer in der Suchgruppe drin war. Wenn nicht, dann solltet ihr hier verschwinden. Dieser Turm ist ein sehr gefährlicher Platz. Ich glaube, das wissen die beiden schon, weil wir haben sie ja im Intro gesehen. Die gehören zu diesem Magier, der uns vom Himmel geholt hat. Und er macht nur, hä? Haha, es ist wirklich ein Mädchen. Das ist wirklich lustig. Schau sie dir an. Schau ihre Klamotten an. Und diese dummen Ausdruck in ihrem Gesicht. Sie ist total neben sich. Ich bin was? Hä? Identifiziere dich, junges Mädchen. Bist du ein Freund des Magiers? Welcher Magier? Ich bin Judica Tova. Knappe der heiligen Ritter von Ys. Judica Tova? So jemand wie du steht im Dienste der Göttinnen, hä? Ich denke, die brauchen wirklich viel Hilfe dort, hm? Okay, ich habe euch meinen Namen gesagt. Wie wäre es, wenn ihr den Gefallen erwidert? Wenn ihr die ganze Zeit auf der Oberfläche gewesen seid, bedeutet das, dass ihr eure Chance verpasst habt, Zuflucht im Schrein zu finden. Mann, ich hab schon gehört, dass die Leute von Ys ein bisschen schwer vom Begriff sind. Aber das ist wirklich traurig. Ja, sie kommen praktisch zu dir gelaufen und bitten dich darum, sie dich zu töten. Die beiden sind wirklich seltsam, ne? Das ist kein Sport, weißt du? Hey, vielleicht sollten wir eine dieser Dämonen-Vertrauten benutzen, die Zava uns gegeben hat. Bereite dich vor. Also ja, die beiden sind definitiv nicht freundlich. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Über was redet ihr beide?
die Göttinnen gefangen nehmen und alle, die sich einmischen, töten. Das sind unsere Befehle. Die Göttinnen, ihr meint Lady Rhea und Lady Fina? Ernsthaft, wer zum Teufel seid ihr und was macht ihr hier? Okay, jetzt hat Zuniqa endlich begriffen. Sie sagt jetzt, wir haben genug mit dir geredet, seltsames Mädchen. Zu diesem Turm zu kommen, war der letzte Fehler, den du gemacht hast. Ein Dämon. Ja, hat sie klar erkannt. Viel Spaß damit. Und er ist enttäuscht, dass er sie wohl nicht selber gegen sie kämpfen darf. Und ja, wir haben unseren ersten Mini-Boss hier. Den geflügelten Vertrauten. Und der ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn man aufpasst. Weil wenn er zu nah an einem dran ist, schlägt er mit seiner Faust zu. Ansonsten macht er diesen Feuerschwall, den man leicht ausweichen kann. Ja, genau, diese Faust meinte ich. Aber wenn man vorsichtig ist, kann man der Faust sogar ausweichen. Und wenn er in seiner Fledermausform ist, ist er leider unbesiegbar. Ja. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Und da hat er uns erwischt. Und ja, unser Ultima ist endlich mal voll. Jetzt kann ich das aktivieren. Das macht nämlich zwei Dinge. Erst einmal verbrauchen wir weniger Mana, wenn es aktiv ist. Das heißt, wir können unseren Zauber benutzen. Und unser Schaden, den wir nehmen, wird halbiert. So, und wie man sieht, hat er sich jetzt aufgeteilt in zwei. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Und ich sehe gerade, wir sind gleich tot. Und wir sind gestorben. Okay, wir haben ihn fast getötet und sind selber gestorben. Deswegen sollten wir ein bisschen besser aufpassen jetzt diesmal. Denn die Bosse, auch die kleinen Mini-Bosse, sind nicht von... Aua, Pappe. Und da haben sie schon wieder getroffen. Ich glaube, er schlägt wirklich nur zu, wenn wir ihm zu viel Schaden auf einmal zufügen. Das ist nämlich auch so ein bisschen was an den Bossen. So, unser Ultima ist wieder mal voll. Genau. Diesmal sind wir schnell genug weggekommen. Diesmal nicht. Jetzt müsste er sich eigentlich gleich wieder aufteilen und wir sollten vorsichtig sein wieder. Genau, jetzt hat er wieder seine Flammenattacke gemacht und jetzt teilt er sich auf. Und unser Boost ist schon wieder weg. So, der eine hat seinen Feueratem gemacht, der andere nach uns geschlagen, was beides nicht getroffen hat, weil wir out of range sind. Und da meinen einen Fledermäuse uns ärgern zu müssen. Aber zum Glück können wir sie so einigermaßen auf Distanz halten.
Und dieses Mal sieht das doch schon viel, viel besser aus. Einfach immer aufpassen, wo gerade seine Kopie ist. Und wir haben gewonnen. Sehr gut. Das war aber nur ein kleiner Mini-Boss. Die härteren Varianten kommen noch. Uff. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Aber wer weiß, damit waren diese beiden. Und warum hängen sie mit Dämonen rum? Und warum wollen sie Lady Rhea und Lady Fena fangen? Das geht es herauszufinden. Jetzt müssen wir erstmal hier runterspringen. Wir finden hier zwei Truhen. Erst einmal die Maske der Augen. Und zum anderen ein Bronzeschlüssel. Und ja, wer in der letzten Folge aufgepasst hat, es gibt eine Stelle, an der wir den Schlüssel brauchen. Die Gegner hier sind jetzt eigentlich gar kein Problem mehr für uns, weil wir ja schon so hochlevelig sind und uns unsere Waffe verstärkt haben. Deswegen können wir uns einfach so durch ein bisschen durchholzen. Und theoretisch müsste hier gleich jetzt die Tür wieder kommen, die das letzte Mal abgeschlossen war. Hier haben wir den Fächer gefunden. Unser Boost ist schon wieder voll, aber den brauchen wir im Augenblick nicht. So, hier rüber. Und da müsste hier oben eigentlich schon die Tür kommen. Aber die Dämonenritter wollen uns hier aufhalten. Aber nicht mit uns. Genau. So. Hier durch diese Tür. Den Bronzeschlüssel benutzen. Hier haben wir jetzt fliegende Dämonen. Oder Fledermäuse eben. Die wir aber sehr leicht aus dem Weg räumen können. Und sogar wieder ein Level up. So. Und seht ihr dieses Symbol hier? Dieses Auge, dafür brauchen wir jetzt die Maske der Augen. Denn sie erlaubt uns, genau, geheime Passagen zu sehen und zu betreten. Hey, ich kenne dich, sagt die Stimme eines Jungen. Du bist Julika Tova, oder? Hä? Wer ist da? Wo bist du? Beruhig dich, nimm einfach die Maske ab. Julika nimmt die Maske von ihrem Gesicht. Oh, ich erinnere mich an dich, du bist von der Suchgruppe. Ja, das ist er. Und ich dich. Lass mich dir sagen, dass es eine Erleichterung ist, ein freundliches Gesicht hier zu sehen. Ich bin Riko Gemma, Mitglied des Magierkontingents. Es ist schön, dich zu treffen. Ja, er ist der Magier, von dem die beiden anderen vorhin gesprochen haben, den sie gejagt haben und der sich jetzt hier versteckt hat. Oh, okay, du musst Priester Gemmas Enkel sein, richtig? Wie bist du an einen Ort wie diesen gelangt? Also, als ich wieder zu mir kam, fand ich mich direkt außerhalb des Turms wieder. Ich dachte, ich werfe einen Blick rein
Und als ich das tat, waren da auf einmal diese Leute oben an der Treppe. Natürlich dachte ich, sie wären Teil der Suchtruppe. Also folgte ich denen. Aber es war eine schlechte Idee. Aua. Bist du verletzt? Ja, aber du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe einen Heilzauber darauf gesprochen. Also warte ich jetzt hier, dass sich die Wunde schließt. Ich kann nicht wirklich auf diesem Fuß laufen, solange sie nicht geschlossen ist. Naja, wenigstens ist es heilbar, oder? Und wenigstens hast du Deckung, solange bis es heilt. So, diese Leute, die du gesehen hast, waren das zwei Rüpel? So wie ein richtig muskulöser Mann und eine Frau mit vielen Tattoos? Woher weißt du das? Ich bin selber in sie reingerannt. Oh, zum Glück hast du es geschafft, von ihnen wegzukommen. Als ich mich zu ihnen aufgeholt habe, haben sie mich haben sie einen Dämon beschworen, der mich durch den ganzen Turm gejagt hat. Klingt so, als hätten wir beide dieselbe Erfahrung gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Menschen so eine Kontrolle über Dämonen bekommen. Ich weiß es auch nicht, aber eins ist sicher. Wir sollten gut aufpassen hier. Diese zwei sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Oh, du hast recht, das kann richtig schlimm werden. Na, was meinst du? Bevor sie weggegangen sind, sagten sie, dass sie Lady Rhea und Lady Fina fangen wollen. Was? Ich verstehe nicht. Yunika erklärt Rico die Situation, beginnend mit den Informationen, die sie vom Ruderbaum hat. Jedes Detail, was du besagst, macht mich noch nervöser als das letzte. Wenn die Göttinnen wirklich in diesem Tower sind, dann ist wirklich jemand hinter ihnen her. Wir müssen uns beeilen und sie finden, bevor... Ah. Es gibt noch eine Menge, aber ich stimme dir zu, ich habe ein schlechtes Gefühl über all dieses. Bis jetzt haben die Dämonen auf den unteren Ebenen keine wirkliche Gefahr dargestellt. Also glaube ich, ich könnte noch ein bisschen weiter gehen. Ich wünschte, ich könnte mit dir kommen, aber ich muss mich hier ausruhen und meinen Fuß heilen. Ich bin im Augenblick nicht in der Lage zu kämpfen. Aber da ist etwas, was du haben solltest. Es sollte dir helfen, bestimmten Gefahren zu begegnen, die du hier findest. Und wir haben den blauen Anhänger gefunden. Was ist das? Das ist ein beschützender Talisman. Weitergereicht von Generation zu Generation im Hause Gemma. Es hat die Kraft, die dunkle Magie zu schwächen. So kann es dir helfen, bestimmte Fallen zu überwinden, die unsere Feinde gesetzt haben. Ah, das klingt hilfreich, danke. Pass auf dich auf, Yunika, und lauf in keine Falle. Ja. Jetzt haben wir in unserem Inventory Equipment das blaue Necklace, das wir gleich anlegen können. Und wieder Fledermäuse hier. Die wir erstmal loswerden sollten. Komm,
Ja. So. Und ja, damit können wir uns jetzt, da wir das blaue Leck weg haben, schützt es uns vor dem Fangzauber hier oben. Der Sog ist zwar noch da, aber wir können jetzt wenigstens dieses Mal uns wehren. Und diese Geschütze hier, die das Ding aufrechterhalten, zerstören. Sehr gut. Wow, nicht schlecht, Rico, nicht schlecht. Deine Familie ist unglaublich. Ich frage mich, wer diese Pfeile gelegt hat. Waren es diese zwei Punks? Ich meine, sie sahen stark aus, aber nicht besonders magiebegabt. Das ist unmöglich, dass die beiden so gut sein können. Nicht, dass ich besser bin als sie in diesem Fall. Yulika? Und da kommt Roy. War es sie, Roy? Ja, und da kommt noch eine Ritterin. Ja, das sind Roy und Visi. Ja, Ramona. Mann, ich bin froh, euch beide zu sehen. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Ja, das sind Roy und Ramona. Die beiden gehören auch zu den Rittern. Wobei Roy der Sandkastenfreund von Yulika ist. Ich denke nicht, dass du derjenige bist, der sich hier Sorgen machen sollte. Ernsthaft, hast du kein Schamgefühl? Das ist aber ein nettes, wie geht es dir? Wirst du, hör auf mich zu unterbrechen, wenn ich mit dir rede. Du bist immer noch ein Knappe. Es ist nicht mal vorgesehen gewesen, dass du in der Suchtruppe dabei bist vom Anfang an. Du hast dich du hast deinen Weg mit Gewalt hineingesucht. So, was in aller Welt hat dich dazu gebracht, alleine in dieser Dämonenfestung herumzuwandern? Ich wollte etwas Kampferfahrung sammeln. Ich meine, ich bin hier so. Sollte hier ein bisschen nützlich sein, wenn wir einen Vorstoß wagen. Außerdem gab mir der Oberpriester die Erlaubnis. So weiß ich nicht, warum du so mies gelaunt bist. Ich habe das Protokoll beachtet. Kampferfahrungen vom Wegen. Du hast das getan, weil Lady Rhea und Lady Fina hier irgendwo sind. Und das weißt du. Wenn die beiden damit was zu tun haben, verlierst du den Sinn für die Realität. Du denkst nicht, du tust es einfach. Ich wette, es kam dir nicht mal in den Sinn, dass diese kleine Aktion von dir Commander Galleon und Ramona Krankvorsorge gemacht hat. Ein Knappe sollte sich benehmen wie ein Knappe, nicht wie ein Pionier. Aber du bist auch noch ein Novize. Und du bist auch nur ein Jahr älter als ich. Wann hörst du endlich auf, mich wie ein Kind zu behandeln? Wenn du aufhörst, dich wie eins zu benehmen.
Was war es, was du auf die Schriftrolle geschrieben hast, wenn, als du gefragt wurdest, warum du ein Knappe werden wolltest? Weil ich Lady Rhea und Fehler liebe. Ja. Als Maul, als Maul, als Maul. Ja, Julika ist wütend jetzt. Und jetzt mischt sich endlich Ramona ein. Okay, das ist genug auf von euch. Genug. Jetzt Ruhe, ihr beiden. Ich weiß, ihr seid zusammen aufgewachsen, aber es ist nicht die Zeit oder der Ort für Schulhofgedrängel. Wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Ja, wie auch immer, ihr solltet euch um eure Umgebung bewusst sein. Wir sind hier für ein gemeinsames Ziel und wir müssen zusammenarbeiten. Wir tun einen besseren Job, wenn wir die Göttinnen finden, indem wir kooperieren und koordiniert sind. Ja, ich glaube, du hast recht. Tut mir leid. Nun, als wir hier reingekommen sind, hast du etwas gesagt über zwei Punks, die eine Falle gelegt haben. Würdest du uns bitte die Details einweihen? Oh, sicher. Julika erklärt alles, was passiert ist, seit sie im Turm angekommen ist. Warum würde ich noch jemand anderes für die Göttin nach den Göttinnen suchen? Wir könnten eine schlimme Situation hier haben. Wir sollten das mit Vater Shion bereden. Und ich bin außerdem besorgt über Rico Gemma. Er ist zwar in einem sicheren Raum, aber er ist verwundet und alleine. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich denke, du solltest zu ihm gehen, Roy. Und was dich angeht, Julika, du solltest zur Basis zurückkehren. Du hattest genug Training an einem Tag. Aber wenn Rico sicher und gerettet ist, werden wir direkt hinter dir sein. Dann können wir die Fakten zusammenlegen und einen Angriffsplan formulieren. Verstanden? Yes, ma'am. Lass dich nicht ablenken auf deinem Weg zurück zur Basis. Ich meine es so. Ja, ich hab's verstanden. Und Julika denkt nach. Und am Fuße dieses Towers zu warten klingt etwas nervenzerreibend. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen weiter erkunden, bevor ich zurückgehe. Und ja, das machen wir auch. Aber bevor wir das machen, mache ich erst einmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Aber erstmal schlage ich die Fledermäuse hier weg. Und sie sind wieder da. Mist. Okay, dann mache ich jetzt hier an der Stelle einen Cut. Speichere auch mal dazwischen. Obwohl, das kann ich gleich machen. Da kann ich euch auch mal den blauen Kristall zeigen. Ja, hier an der Tower Base können wir uns hin teleportieren. Man hat gesehen, der Turm ist ziemlich groß. Haben wir genug für noch irgendein Blessing? Ja, wir könnten das hier erhöhen, die stationäre Heirat, aber das ist nicht nötig im Augenblick. Also speichern wir einfach mal. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Bis gleich.